Hey, im heutigen Video beschäftigen wir uns mal wieder mit dem weniger geistreichen Teil der GTA 5 Online Community. Was heißt das genau? Es ist wieder Schädlingsbekämpfungszeit. In dieser Lobby habe ich mal mit ein paar weniger geistreichen Gestalten gespielt. Beziehungsweise die haben mit mir gespielt, beziehungsweise sie haben mit mir mitgespielt. Anfangs habe ich mit dem Baggerschmied ein paar Leute weggeholt. Er war im Hunter, ich war im Buzzard und wir haben uns gegenseitig ein paar Kills geklaut. Hat relativ gut geklappt, bis ich aus dem Nichts weggeholt wurde. Keine Ahnung von wem, ich weiß es wirklich nicht. Aber ich verdächtige einen geghosteten Avenger, der womöglich einfach aus dem Nichts gespawnt ist oder wie gesagt geghostet war. Genauso wenig weiß ich, wieso zum Fick dieser Scheißclip keinen Sound hat, aber ich muss sagen, dass der Panzer wirklich das einzige Arena-War-Fahrzeug ist, mit dem ich irgendetwas anfangen kann. Er ist relativ schnell, robust und sogar relativ wendig und perfekt, um Leute mit dem Brandrevolver zu töten. Ich habe mich dazu entschieden, mich in meinen ferngesteuerten Cadillac zu setzen, der an demselben Tag rauskam, wo ich das Video aufgenommen habe. Ich habe noch nie so viel Geld in so kurzer Zeit verschwendet. Ich habe die Scheißkarre natürlich vorgetuned. Gut gemacht. Und natürlich habe ich auch das Fernsteuerungsfeature reingeknallt und habe damit ein bisschen Spaß gemacht. Aber ich würde euch den Buffalo empfehlen, denn der ist günstiger, schneller und naja, er ist im Endeffekt auch das viel bessere Fahrzeug. Ich habe euch mal ein Geth Thunderlords Video dazu unten verlinkt. Ich bin also diesem Typen in seiner Feuerwehrgasse 30 Sekunden hinterhergefahren, weil mein Fahrzeug absurd langsam ist. Irgendwann hat er dann den Entschluss gefasst, dass es schlau wäre, in diesen Brunnen zu krachen. Naja, viel gebracht hat ihm seine kurze Flucht nicht wirklich. Ich bin dann nochmal um den Block gefahren, bloß um den nächsten Kollegen zu finden, der meinte, es wäre schlau, mit einer Minigun auf ein fahrerloses Fahrzeug zu schießen. Naja, wie viel ihm das gebracht hat, lasse ich euch mal entscheiden. Ich habe ihn dann zum zweiten Mal umgefahren, um ihn von seinem geistigen Leiden zu erlösen. Der nächste Spieler, der da vorne zum Zaun gerannt ist, um drüber zu klettern, ist gar nicht mal so dumm, denn er wusste, dass ich ihn dadurch schwieriger holen kann. Die Sicht in diesem Auto ist so geisteskrank beschissen und ich musste mich wirklich auf die Karte verlassen, um den Typen irgendwie wegholen zu können. Ich bin also ein bisschen im Kreis gefahren, bis der Typ zu mir gelaufen ist und naja, den Tod wollte der Typ wirklich. Ihr seht's hier. Glaubt mir, so wie er zu mir kam, war es wirklich sein sehnlichster Wunsch, Erlösung zu finden. Ich habe ihm mal so einen Gefallen getan. Der nächste Vollidiot im Polizeiauto, der Randale am Strand gemacht hat, hat mit seinem komischen goldenen Revolver rumgeschossen und ist gar nicht drauf klargekommen, dass da niemand im Auto saß. Ich glaube, er hat nach etwa 10 Sekunden mental aufgegeben, da es auf dem PC relativ normal ist, unsichtbare Spieler oder gemoddete Fahrzeuge zu finden. Die Leute sind ja förmlich auf mich zugekommen, so wie der hier, und haben darum gebeten, mit Blei vollgepumpt zu werden. Warum auch immer er aus seinem Auto ausgestiegen ist, anstatt Haftbomben zu werfen, ist mir wirklich ein Rätsel. Ist ja auch egal, denn ich hatte ihn so oder so weggeholt. Der Kollege hier hat mal was ansatzweise Schlaues gemacht. Er hat versucht, mit seinem Up-and-Atomizer mein Auto umzudrehen und dann zu flüchten. Blöd nur, dass er sich selbst mit dem Ding gedamaged hat und dadurch krepiert ist. Den Typen habe ich dann auch nochmal weggeholt, bloß damit mich dann die Polizei festfährt und ich mich dann irgendwie befreien musste, um zum nächsten Typen, der da an mir vorbeigefahren ist, zu gelangen. Ich habe den Herren dann also erstmal die Reifen gelöchert und er ist dann planlos auf diese Anhebung da rumgefahren und hat sich nicht mal gewehrt. Man könnte fast meinen, dass die Leute auf einmal Frieden suchen. Stimmt aber nicht. Jetzt beginnt der Bullshit und zwar mit dem Kill von diesem Typen hier. Keine Ahnung, was explodiert ist. Ich glaube, es war sein Motorrad. Und keine Ahnung, warum diese Drecksperspektive für dieses Drecksauto sich ändert, wenn man auf dem Dach liegt. Aber der Typ meinte dann im Chat, dass ich ein gemoddetes Auto habe. Seht ihr by the way im Killfeed, wie der Modder die halbe Lobby in seinem Namen getötet hat? Das ist auf dem PC relativ normal. Da der Spast immer noch dachte, ich würde modden, habe ich mal meine ganze Freundlichkeit an ihm ausgelassen und versucht ihm klarzumachen, dass ich nicht am Modden war. Man merkt, glaube ich, dass wir es mal wieder mit einem echten erfahrenen Spielekenner zu tun haben. Als ich dann im Killfeed einen Kill gut geschrieben bekommen habe, ohne dass ich etwas gemacht habe, hatte ich dann auch verstanden, dass es ein Modder, der sich als mich ausgegeben hatte, war, der ihn in meinem Namen gekillt hat. Das geht tatsächlich relativ einfach mit mittelmäßigen PC-Mod-Menüs. Da geht auch nochmal ein großes Dankeschön raus an Rockstar Games, dass wir 20 neue Fahrzeuge pro Update bekommen, aber kein vernünftiges Anti-Cheat-Programm. Danke Rockstar Games, ihr macht euren Job wirklich sehr gut. Wirklich. Ich hoffe einfach, dass ich nicht gebannt werde und ich mir nicht noch ein drittes Mal einen neuen Account machen muss, bloß weil irgendwelche Missverständnisse entstehen. Ihr seht by the way auch, dass der Modder dann seinen Namen angenommen hat und dann die ganze Lobby mehrmals gekillt hat. An dem Punkt hat mich dann auch endgültig der Spielspaß verlassen und ich habe dann Alt F4 gedrückt. Ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.